Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um den Erfolg mit Leine auf Schlachtzug 3, ein Schluck vom Sonnenbrunnen. Und ja, dieses Achievement wurde erst mit dem 6.1er Patch eingeführt und für dieses muss man insgesamt 6 verschiedene Pets sammeln. Und zwar erhält man diese Pets aus den Raid-Instanzen der Erweiterung Burning Crusade. Und hier sind insgesamt 6 Pets von diesen 12 aus dem Schwarzen Tempel, also Black Temple. Und dann noch weitere 3 aus dem Sonnenbrunnenplateau, also Sunwell. Und dann nochmal 3 aus dem Hiel-Gipfel, also Mount Hiel. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das erste Mal dieses Achievement an. Und zwar seht ihr hier, sind diese 12 Pets. Und wenn man diese 12 erarbeitet hat, dann erhält man noch ein zusätzliches, also sprich ein 13. Pet als Belohnung. Und ich würde sagen, da schauen wir uns jetzt mal die Models an. Denn ich finde die relativ hübsch gestaltet. Fangen wir jetzt gleich mal oben an. Und zwar haben wir hier Absybius. Dieser droppt bei Supremus im Schwarzen Tempel. Dann haben wir hier diesen Chaoswelpen. Der droppt bei Muru in Sunwell. Dann haben wir hier Faulstink, dieser droppt bei Anetaron im Hial-Gipfel. Dann haben wir hier das Fragment der Begierde, Fragment des Leidens und Fragment des Zorns. Da sieht man schon, das sind diese 3 Gesichter vom Requiem. Und deswegen droppen sie alle auch beim Requiem, dass sie es noch rausbringen, im Schwarzen Tempel. Dann haben wir hier diesen getriebenen Diener, der droppt hier bei den Twins im Sandel. Dann haben wir Groteske, der droppt bei Azkalor im Hial. Dann haben wir den Irrwisch des Hial, der droppt bei Eichenmond im Hial-Gipfel. Dann haben wir den Leviathan-Schlüpfling, dieser droppt beim Kriegsführer im Schwarzen Tempel. Dann haben wir den Mikroverteidiger der Sonnenklingen, dieser droppt bei Brutalos im Sunwell. Und zu guter Letzt haben wir noch die Schwester der Versuchung, die droppt bei Mutter Sheras Sarah Star, also bei der Mutter halt, ne, im Schwarzen Tempel. Ja, das sind diese 12 Pets, die man kriegt. Und das 13. ist hier Kute, oder wie man das auch aussprechen mag. Das ist kein Kampfhaustier, das ist ein Pet, das halt einfach man zu der Sammlung dazu zählt, aber dementsprechend nicht im Pet Battle beitreten kann. Ja, soweit zu den einzelnen Haustieren. Auf die Fähigkeiten werde ich jetzt im Expliziten nicht eingehen, einfach nur deswegen, weil ihr die ja auch, wenn ihr die Pets sucht, selber schauen könnt. Und ich denke mal, das würde hier den Rahmen ein bisschen sprengen, wenn ich auch noch die Fähigkeiten im Einzelnen zeigen würde. Zumal ich ja die Pets hier eh alle auf Stufe 1 gelassen habe, um sie dementsprechend leichter finden zu können. Ja, dann sollte am Rande noch gesagt werden, dass ihr mit diesen Haustieren im Moment auch noch relativ viel Gold machen könnt. Denn es ist möglich, mit eigentlich jedem Level 85 plus Char würde ich jetzt mir behaupten, ich denke mal mit einem Level 80 Char auch, aber setzen wir es jetzt mal niedriger an, das Ganze solo durchzuboxen, da ihr einfach wesentlich mehr Schaden auf diesen Low Content macht. Aber wo ihr das jetzt genau bekommt, werde ich jetzt nochmal zeigen, dass ihr das so ein bisschen bildlicher habt, und ich würde sagen, da steigen wir jetzt dann gleich mal ein. Ja, dann fangen wir hier bei der ersten Instanz schon mal an. Und zwar habt ihr gesehen, ich bin hier im Schattenmontal. Und zwar nicht in dem aktuellen, sondern in dem alten Burning Crusade Schattenmontal. Und hier liegt der Schwarze Tempel. Und ja, in diesem droppen ja, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, 6 der 12 Pets. Und ich würde sagen, da starten wir jetzt gleich mal durch. Und zwar das erste Pet, das wir hier erhalten können, droppt hier bei diesem Kriegsführer, den ich eben erledigt habe. Ja, der große Echsentyp war ein Boss, die fallen hier relativ schnell, und zwar bei diesem Drop der Leviathan-Schlüpfling, diese Hydra. Und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Boss, und zwar ist das Supremus. Und bei diesem droppt dann dieser Absybius, der genauso aussieht wie er selbst. Dann gehen wir hier weiter in den Tempel rein und nach rechts, und zwar kommen wir hier zu Akama. Dieser Bosskampf ja, enthält im Endeffekt kein Pet, aber wir müssen die ganzen Bosse hier legen, um dementsprechend weiterzukommen. Und hier ist ganz wichtig, Akama selbst ist hier unsichtbar und der Bosskampf beginnt erst, wenn ihr ihn anquatscht. Also sprich, ihr solltet da an der Tür gucken, dass ihr Akama findet, ihn anquatscht und dementsprechend hier die Mobs umhaut. Dann kommt der Boss raus und ihr könnt ihn töten. Dann laufen wir hier nach oben weiter. Da haben wir relativ viel Trash, den müsst ihr nicht unbedingt umhauen, also
Ihr könnt da eigentlich auch größtenteils durchlaufen. Der Trash-Loot ist hier nicht sonderlich viel wert, sondern ihr habt ein bisschen Netherstoff, wobei der Preis dahingehend ziemlich in den Keller geht, weil sehr viele Leute jetzt natürlich hier die Bosse umhauen, um die Pets zu farmen und dementsprechend auch relativ viel Netherstoff kriegen. Ja, dieser Boss hat ebenfalls kein Pet, ist nicht weiter zu erwähnen. Der kann eigentlich nichts wie die meisten Bosse hier in den Instanzen. Jetzt geht es dann weiter zum Requiem. Hier müssen wir wieder komplett zurücklaufen und dann auf die andere Seite von dem Tempel. Hier ist es so, ich hatte es ja vorhin schon gezeigt, beim Requiem droppen insgesamt drei Pets, also einmal dieses Fragment der Begierde, einmal das Fragment des Leidens und dann nochmal das Fragment des Zorns. Und ja, da müsst ihr halt Glück haben. Ich glaube, es können nicht mehrere droppen. Ich musste dafür relativ oft rein, um das zu kriegen. Und die Pets sehen eigentlich auch genauso aus wie diese verschiedenen Köpfe. Also sprich, dieser Requiem-Kampf hat hier drei Phasen, wo ihr immer wieder gegen eins von diesen Gesichtern kämpfen müsst, zwischendrin eine Ad-Phase habt. Es zieht sich halt ein bisschen, weil ihr nicht wieder bei den anderen Bossen sie einfach wegschotten könnt, sondern immer dementsprechend ein bisschen warten müsst. Aber dafür gibt es halt relativ viele Pets. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Boss. Und zwar haben wir wieder einen, den wir umhauen müssen, um weiterzukommen. Und zwar gehen wir da ganz hinter in diesem Raum und haben da wieder relativ viele Trashpacks. Hier bietet es sich an, sie wegzuerehen, weil sie doch relativ nervig sind, zweck Stuns, Charge und anderen nervigen Abilities, die die Mobs haben. Und dann müssen wir hier diesen Ork noch weghauen, um dann zu dem letzten Pet-Boss zu gelangen. Und zwar ist es die Mutter. Und die droppt dann die Schwester der Versuchung. Und das ist dann dementsprechend auch das sechste und letzte Pet, was wir hier in der Instanz uns besorgen können. Die Schwester der Versuchung hatte ich ja vorhin schon gezeigt, sieht aus wie ein Succubus, ist auch ein recht schickes Pet. Und dementsprechend lohnt es sich dahingehend noch weiter zu gehen. Um hier zu der Mutter zu kommen, ist es so, dass ihr alle anderen Bosse vorher umhauen müsst. Deswegen haben wir sie dementsprechend mitgenommen. Zusätzlich haben wir natürlich auch noch ein bisschen Loot. Also die Bosse droppen ja auch epische Items und dementsprechend, ja, kann sich's doch auch rentieren, um noch ein bisschen Gold mitzunehmen. Ja, an dieser Stelle würde man eigentlich aus der Instanz rausgehen, denn die weiteren Bosse droppen keine Pets mehr. Man kann sie aber dennoch mitnehmen, um gewisse Items noch zu farmen, beziehungsweise Transmog-Gear oder auch Gold, wobei ja, das Gold hier in den Burning Crusade-Instanzen relativ gering ist. Zudem kann man natürlich hier bei Illidan, also sprich dem Endboss der Raid-Instanz, noch ein legendäres Item bekommen, beziehungsweise zwei legendäre Items, die Kriegsgleven von Azinot und dementsprechend, ja, könnte es sich für den einen oder anderen lohnen, hier noch weiterzumachen. Also sprich Rogues bzw. DKs können es, glaube ich, auch tragen, Boris, die Kriegsgleven sich zu holen. Ja, da ist der gute Illidan dann aber auch schon tot. Ich habe es jetzt hier nicht nochmal extra gezeigt, weil der Kampf eigentlich relativ uninteressant ist. Wichtig ist es eigentlich nur bis zur Mutter. Den Rat plus Illidan braucht ihr für die Pets dementsprechend nicht. Ja, dann geht es hier weiter zum Mount Hial. Hier bietet es sich an, wenn ihr diesen Ring habt, wo ihr euch nach Dalaran porten könnt, dass ihr den auch nutzt. Denn in Dalaran gibt es ein Portal, wo ihr euch zu den Höhlen der Zeit in Tanaris porten könnt. Und dementsprechend seid ihr dann wesentlich schneller ja, beim Mount Hial. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich auch in Stormwind bzw. Orgrimmar das Portal zu Uldum wählen und dann von Uldum nach Tanaris rüberfliegen und dann in die Höhlen der Zeit gehen, je nachdem, ob ihr den Ring habt oder nicht. Ja, sobald ihr dann hier in den Höhlen der Zeit 3, also sprich Mount Hial seid, ist es so, dass ihr erstmal Chainer anquatschen müsst und dann haut ihr hier einfach ein paar Wellen von Trash-Mobs um, die spawnen hier immer wieder. Ihr solltet das ein bisschen anders machen, und zwar so, wie ich das jetzt machen werde, und zwar direkt an den Spawn gehen, weil sobald die erste Welle tot ist, kommt die nächste. Und dementsprechend, ja, könnt ihr einfach hier die ganzen Wellen hintereinander umhauen. Dann haut ihr hier diesen ersten Boss um, diesen Lich. Und ja, dann müsst ihr eigentlich wieder zurück zu Jaina und dementsprechend sie nochmal anzuquatschen, um die nächsten Wellen zu starten. Also sprich, wir gehen ja zurück, quatschen mit der Chainer an, laufen wieder nach vorne an den Spawnpunkt der Mobs und fangen sie direkt dort ab, denn es geht wesentlich schneller, wenn ihr die Mobs immer schön am Spawnpunkt schon abfarmt. Ja, dann haben wir hier Netheron, der kann das erste Pet droppen, und zwar ist das Faulstink. Das ist dieser, ja, Ghoul, den ich euch eingangs schon gezeigt hatte.
Und ja, hier ist es auch recht praktisch im Mount hier, wie ihr ge eben gesehen habt, könnt ihr, wenn ihr das Mammut habt, da aufmounten und alles verkaufen. Denn ihr kriegt im Black Temple bzw. hier auch im Hiel extrem viel Lootzeug, was ihr dann ja loswerden solltet, denn es verstopft einfach das Inventar. So, dann haben wir die ersten Wellen abgeschlossen, also sprich das Menschenlager, und dann geht es hier auf zum zweiten Punkt, und zwar haben wir hier das Orklager, und da funktioniert es eigentlich wieder komplett genauso wie hier bei dem ersten Spot. Und zwar haben wir hier dann Thrall, den quatschen wir an, dann spawnen wieder Wellen. Die bekämpfen wir, wobei es hier so ein bisschen nerviger ist, denn wir haben nicht nur Wellen, die wir schön am Spawnpunkt abfangen können, sondern wir haben auch noch, ja, andere Mobs, die wir hier im Lager haben. Hier zum Beispiel Gargoyles, beziehungsweise später kommen dann auch nochmal Höllenbestien, beziehungsweise ein Frostwurm, den wir runterholen müssen. Und ja, für die eine oder andere Melee-Klasse, die jetzt nicht so viel Range-Spells hat, ist es doch schon eine nervigere Geschichte, weil man halt immer wieder zurücklaufen muss und dann seine Einzel-Range-Spells auf die Mobs draufhaut. Also sprich, es zieht sich so ein bisschen. Deswegen ist auch der Hiyal eine der Instanzen, die ein bisschen länger dauern, weil hier durch Sunwell bzw. Black Temple kann man halt einfach durchholzen, weil man eh alles one-shottet, und hier zieht sich das halt einfach nur ein bisschen, weil man immer wieder hin und her reiten muss, die einzelnen Mobs wegschießen. Also sprich, ja, ist der Hiyal zwar eigentlich die kürzeste Instanz, aber von der Zeit dauert es halt doch am längsten. Ja, jetzt seht ihr, hier haben wir diesen Counter oben, wie viele Wellen ich bereits besiegt habe. Und sobald wir hier diese 8 Wellen umgehauen haben, ist es so, dass der erste Boss spawnt. Hier haben wir ihn, dieser droppt kein Pet. Erst wieder der zweite Boss droppt hier ein Pet. Und zwar müssen wir hier, um die nächsten Wellen wieder zu aktivieren, mit Thrall sprechen. Dann haben wir hier wieder Wellen. Es wird auch immer schön angezeigt, was man hat. Und oben hat man auch immer einen Counter, wie viele Mobs noch am Leben sind. Also sprich, man kann das eigentlich kaum übersehen. Manchmal muss man einen Ticken suchen, wo die Mobs sind, denn diese Gargoyles verstecken sich gut und gerne mal auch ein bisschen weiter hinter, um dementsprechend alle zu erhalten. Hier seht ihr jetzt auch gerade noch die Höllenbestien, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die auch noch kommen. Also man hat hier im Lager schon relativ viele Mobs verstreut. Ich hatte hier an der Stelle noch den Ring zum Porten an, wobei es eigentlich relativ egal ist, weil, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, es so ist, dass hier wesentlich mehr Schaden auf dem Low-Content macht, und dementsprechend könnt ihr hier auch mit grün-blau equippten Level 100er Chars locker reingehen und das machen. Also ich habe das auch hier mit 90er Chars teilweise gefarmt, weil das Ganze ja hier einen Lockout hat, also mit einem ID. Sprich, man kann mit einem Char nur einmal pro Woche reingehen in diesen Raid. Und dementsprechend, wenn man die Pets sich alle in einer Woche farmen will, wie ich das jetzt getan habe, muss man damit sehr vielen Chars reingehen. Und dementsprechend habe ich das auch mit sehr schlecht equippten Chars gemacht. Ja, eben habt ihr gesehen, habe ich den vierten Boss umgehauen, und zwar ist das Askelor, und der droppt mal wieder ein Pet, und zwar ist das hier dieser Gargoyle, der heißt Groteske. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Boss, zu Archimonde, und ja, der droppt ganz passend den Irrwisch, und zwar den Irrwisch des Hiyal. Denn ihr seht ja hier, wenn er runtergehauen wird, wird er von diesen Irrwischen bekämpft. Das kennt man ja auch schon aus der Warcraft 3 Lore. Und da fand ich es ganz gut, dass sie ihm hier ein Irrwisch-Pet verpasst haben. Ja, damit wären wir auch mit der Instanz Hiyal fertig und können jetzt zur letzten Instanz übergehen, zum Sonnenbrunnenplateau. Und wie ihr dahin kommt, das werde ich euch jetzt dann gleich zeigen. Und zwar müsst ihr als erstes wieder nach Shadrat. Und sobald ihr dort seid, könnt ihr hier in der Mitte der Hauptstadt ein Portal nutzen, wo ihr auf die Insel Quell der Nas kommt. Und anders als ich solltet ihr nicht dann Richtung TDM laufen, sondern hier zum Portal von Sunwell, also vom Sonnenbrunnenplateau. Und zwar haben wir das hier gleich oben. Und sobald ihr dort drin seid, ist es so, dass ihr relativ viel Trash vor euch habt, beziehungsweise eine relativ lange Wegstrecke. Denn ihr müsst einmal hier komplett unten durch diese Gärten und dann hier über diesen Balkonbereich komplett einmal um die Instanz laufen, um zum ersten Boss zu gelangen. Hier bietet es sich an, einfach den ganzen Trash mitzuziehen und oben wegzubomben, denn wenn man das alles hier einzeln macht, das würde einfach viel zu lang dauern. Und zwar, der erste Boss ist hier Kalegos, der droppt leider kein Boss, kein Pet, Boss droppt er sowieso nicht. Und zwar ist es hier so, dass das zweigeteilt ist. Einmal haben wir hier diese obere Phase, und dann haben wir noch diese Traumphase, wo ihr dann diesen Dämonen umhauen müsst. Früher konnte man das nicht alleine machen, weil oben und unten gleichzeitig getötet worden
werden musste, das hat sich mittlerweile relativiert, weil Blizzard da dementsprechend ein Patch drüber gejagt hat und man jetzt die Phasen getrennt voneinander umhauen kann. Ja, sobald das geschehen ist, kommt ihr hier zum zweiten Boss, zu Vorthalos. Hier müsst ihr noch so eine kleine Sequenz anschauen. Ihr könnt hier in diesen Kampf nicht eingreifen. Sobald Vorthalos den Drachen erledigt hat, beziehungsweise diese Drachendame, könnt ihr ihn auch angreifen und er droppt dann das erste Pet in dieser Instanz, und zwar ist es dieser Mikroverteidiger der Sonnenklingen. Und ja, sobald ihr ihn umgehauen habt, müsst ihr wieder ein bisschen warten, denn die Feuer versperren euch den Weg, um weiter zu gelangen. Und zwar ist es hier so, dass diese Drachendamen dann zum Frostwurm wird. Die müsst ihr umhauen, um dann dementsprechend weiterzukommen. Das ist übrigens der dritte Boss, der aber leider keinen, ja, kein Pet droppt. Hier seht ihr, dass sie sich verwandelt. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr einen Range-Spell draufhauen und dann fliegt sie nicht erst noch ihre Runde. War ich jetzt einen Ticken zu langsam, beziehungsweise habe ich erst mit den Twinks eigentlich rausgefunden, dass man sie dann gleich pullen kann. Ja, kostet halt ein paar Sekunden, ne? Also das ist jetzt hier mein erster Run. Ich habe es erst mit Main gemacht und später dann mit den Twinks. Und umso öfter man es macht, umso schneller wird man dann eigentlich auch, selbst mit schlechter Equipment Chars. Ja, dann haben wir hier den dritten Boss. Der spawnt erst, wenn man hier die ganzen Trash-Mobs umhaut. Und zwar sind es die Twins. Die droppen dann auch wieder einen Pet. Und zwar haben wir hier diesen getriebenen Diener. Das ist einfach dieser, ja, Untot. Blutelf, würde ich jetzt mal zu sagen. Dann laufen wir einfach hoch, kommen zu Muro und der droppt dann das letzte Pet in der Liste. Und zwar ist es dieser Chaoswelpe. Und dann haben wir auch schon alle 12 Pets fertig. Jetzt gibt es hier unten noch den Endboss. Den müsst ihr nicht legen. Ich habe es jetzt hier an der Stelle noch getan, aber eigentlich nach Muro könnt ihr euch schon rausporten. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier so ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.